Ach, der Babysitter hat gerade abgesagt. Ja, ich hasse Babysitter. Ich bin kein Baby und ich will auch nicht gesittet werden. Ich finde, Eltern dürften eigentlich gar nicht ausgehen. Eltern sollten zu Hause bleiben, wo sie hingehören. Gibt es nicht noch jemanden, den wir fragen können? Ich glaube, die haben alle die Nase voll von Henry. Soll ich mich etwa von einer hässlichen, doofen Kuh rumkommandieren lassen, die den Fernseher in Beschlag nimmt und meine Kekse mampft? Also habe ich der knurrigen Carola versehentlich Saft über die Hose geschüttet. Und der Meschugge Moritz hatte was gegen mein Skateboard. Und die wütende Wilma, das war babyleicht. Ich hab's geschafft. Ich hab einen Babysitter gefunden. Wen? Rebecca. Rebecca? Nicht die rasende Rebecca. Nein! Bitte lass nicht Rebecca auf uns aufpassen. Sie ist furchtbar. Sie ist nicht furchtbar, nur streng. Ich geh schon. Nein, lass sie bloß nicht rein. Ich wette, die isst Elefanten zum Frühstück. Was gibt es zu essen? Bedienen Sie sich einfach, ist alles im Kühlschrank. Die Kinder müssen um 9 ins Bett und denk dran, Henry, stell ja nichts an. So, du bist also dieser schreckliche Henry. Und du bist also diese rasende Rebecca. Und ich bin übrigens der perfekte Peter. Ich bin sicher, wir werden uns alle gut verstehen. Gut ist gut. Ich mag gut. Ich erwarte gut. Ich verlange gut. Haben wir uns verstanden? So ein Glück. Im Gutsein bin ich nämlich richtig gut. Aber für dich ist das bestimmt ein Problem. Ja, das wird mir sicher schwer fallen. Na warte, du mieser, minderwertiger, miserabler, missratener, mistiger Mutant. Hey, ich schau mir gerade Mutanten-Max an. Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Foxtrot? Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tscha, tscha, tscha. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich seh nichts. Tscha, 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 tscha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen. Oh, aber wenn Sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. It's so easy being me. I'm Henry. Nummer 42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwinde, Zwerg! Ich muss mir einen loskaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt.
dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke. Hey, komm zurück. Martin, halt ihn auf. So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern, versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonderlich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist noch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist der. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Hä? Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Zappa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte, ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich, ich mach's ja wieder gut. Ich verrate dir, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar, und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauche ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach, na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Lohn. Sind die Männer bereit, Hauptmann? Ja, mein König. Dann blast zum Angriff! Attacke! Feuer! Wie soll ich mit diesem popligen Schloss eine anständige Schlacht führen? Ich brauche ein ordentliches Schloss. Nichts mehr drin. Ich brauche mehr Geld! Ich brauche mehr Taschengeld. 50 Cent die Woche ist ausreichend, Henry. Ich bin mit meinem Taschengeld sehr zufrieden. Ich spare sogar das meiste davon. Von Peter könntest du eine Menge lernen, Henry. Sei nicht so gemein, Henry. Jetzt reicht es mir, Henry. Kein Taschengeld für eine Woche. Was? Nein! Ich brauche aber ein neues Schloss. Dann musst du eben dafür sparen, Henry. Aber wie soll ich denn sparen, wenn ihr mir kein Geld gebt? Du könntest es dir verdienen. Verdienen? Hör auf, Henry! Kaputt. Hat ein Loch. Ein Schachspiel. Für was halten die mich eigentlich? Ich brauche dringend noch mehr Sachen. Du siehst teuer aus. Komm zu Henry. Riecht wie ein Babypo.
Hast du auch was zu essen? Nein. Wie viel hast du denn schon eingenommen? 37 Cent. Gib das her, wenn du es nicht kaufst. Machst du einen Flohmarkt, Henry? Du kriegst aber auch alles mit, Alf. Die Einnahmen sind für einen sehr guten Zweck. Kinder in Not. Henry, das ist Mamas bestes Parfüm. Ach, sie hat noch so viele Flaschen. Eine vermisst sie schon nicht. Der kostet 10 Euro. Ich geb dir ein. Na gut. Das ist aber Papaschläger. Jetzt hör schon auf zu meckern, sonst verkaufe ich dich. Orangen, frische, saftige Orangen. Wer gibt mir 5 Heller für diesen schmächtigen Bauern? Er schrubbt die Böden, mistet den Stall aus und er isst nur Schlamm. Das ist es. Genau. Möchtest du dir etwas verdienen, Peter? Und wie? Ich könnte dich als Diener verkaufen. Ich gebe dir 10 Cent dafür. Ist das alles? Na schön. 10 Cent am Tag. Das macht 20 Cent für ein Wochenende. In meine Sparpläne würde das schon reinpassen. Also gut, ich mache es. Super. Setz dich auf die Mauer und sieh arbeitswillig aus. Okay. Wer möchte sich einen Diener fürs Wochenende mieten? Er kostet nur 75 Cent am Tag. Oder als Schnäppchen 1,50 Euro für 2 Tage. Was macht er denn so? Alles, was du willst. Er ist ein Diener. Gut, ich nehme ihn. Ist bestimmt cool, jemanden zu haben, der alles macht, was ich will. Wieso bekomme ich nur 20 Cent, wenn der Bert 1,50 Euro bezahlt? Für Unkosten. Und jetzt geh mit deinem neuen Besitzer mit. Ist ja super. Wenn ich Peter ausbezahlt habe, bleiben mir noch 2,67 Euro. Das lässt sich noch aus. Warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2:1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Was soll ich jetzt machen? Zu mir! Schieß zu mir! Foul! Nimm den! Schaut, da drüben! Tor! Wieso hast du den denn nicht gehalten? Ein Berglöwe! Sieh doch, da drüben! Das ist eine Katze, du Blödmann! Ja, nur eine Katze, Blödmann! Könnte aber ein Babyberglöwe sein! Ha! Aus! Es steht unentschieden, 2:2! Ich habe 2 Tore geschossen, ich bin der beste Spieler! Nein, bist du nicht! Ich bin die beste Spielerin! Ruhe! Ich habe noch nie so ein skandalöses Beispiel von schlechtem Sportgeist gesehen. Faulen, rempeln, drängeln. Keiner von euch verdient es, bester Spieler zu sein. Aber Frau Streiter! Ich habe beschlossen, dass wir ein Elfmeterschießen machen. Henry gegen Laura. Okay, cool. Bert kann im Tor stehen. Nein, Henry. Um jede Möglichkeit zu schummeln auszuschließen, spielt ihr diesmal gegeneinander. Du gehst als Erster ins Tor. Dann stehst du aber ziemlich dumm da, Henry, wenn du gegen ein Mädchen verlierst. Du hättest ihn fausten sollen, Henry! Ach ja, da sieht man mal, was du von Fußball verstehst. Das war mein berühmter Po-Abprallsprung. Frau Streiter! Tausch die Plätze. Du gehst jetzt ins Tor, Laura. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen, Henry. Nicht hinter der Linie. Beeilung, wir haben nicht ewig Zeit. Ah,
Ich habe ihn reingedonnert. Nun, ich habe das entscheidende Tor geschossen, also bin ich wohl die beste Spielerin. Sie meinen... Ja, stimmt, genau. Ich bekomme die Karten. Aber das ist gemein. Ich glaub's nicht, dass sich Frau Streitachs die Karten gekrallt hat. Sie interessiert sich gar nicht für Fußball. Fußballkarten? Was soll ich denn damit anfangen? Ich mache doch nicht den weiten Weg nach Manchester, um ein paar überbezahlten Dummköpfen zuzusehen, wie sie hinterm Ball herlaufen. Aber Mutti... Es muss doch jemand anders geben, der mitgeht. Ah, junger Mann, dich kenne ich doch, oder? Ja, du bist der nette junge Mann, der mir heute Morgen geholfen hat. Hier, die schenke ich dir. Nein, Mutti, das geht nicht. Nicht ihm. Warum nicht? Es ist meine Karte. Und die kann ich schenken, wem ich will. Nein! Ja! Gern mit dir einkaufen. Natürlich darfst du, Peter. Raus, Henry! Das ist gemein. Du nimmst Peter ja auch mit. Wieso darf ich nicht? Weil ich vom letzten Mal noch genug habe, als du dabei warst. Das war bloß ein Versehen. Ich bin ganz brav. Versprochen. Ich will dir nur helfen. Bitte. Gurke, Tomaten, Salat. Papa hat gesagt, ich darf den Einkaufswagen schieben. Du warst das letzte Mal dran. Papa! Henry lässt mich aber nicht. Sei nicht so gemein, Henry. Schon gut. Peter kann ihn schieben. Mir ist egal, was... Was hast du gesagt? Peter kann ihn schieben. Das macht mir nichts. Geht es dir auch gut, Henry? Alles bestens. Dann sehr gut, sehr gut. Brav sein ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht. Wie wär's mit Lauch und Brokkoli? Ja, aber Mama mag lieber Blumenkohl. Gut. Henry, wir brauchen noch Bohnen. Ich weiß, wo die sind, Papa. Ist ja gut. Ich mach das schon. Das sieht vielversprechend aus. Henry, nicht! Stimmt, ich darf ja nicht. Henry! Was machst du denn? Komm bitte sofort da runter. Schon gut, Papa. Ich hab sie. Ich hab die Bohnen, Papa. Gleich gibt's Essen. Peter, kannst du... Den Tisch decken? Ja, mach ich. Warum darf ich nicht? Ich will heute mal den Tisch decken. Na schön, Henry. Aber mach mir ja nichts kaputt. Ich darf aber sonst immer den Tisch decken. Lass los! Du lässt los! Na gut, wenn du unbedingt willst. Danke, Peter. Das hast du prima gemacht. Henry, setz dich ordentlich hin. Ich sitz aber doch ordentlich. Oh, ja, stimmt. Tja, dann schlürf deine Suppe nicht. Ich schlürfe nicht. Und die Suppe habe ich schon gegessen. Du meine Güte. Henry, du bist aber brav. Ich hab meine Suppe auch schon gegessen. Mhm. Au! Peter hat mich getreten. Peter?
Ich weiß, was du vorhast. Du bist nur so brav, damit du zum Volksfest gehen darfst. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß es. Ach nein? Nein, denn früher oder später stellst du was Schreckliches an. Das machst du immer, Stinker. Ich verzeihe dir.